Servus, hallo, un saludo, muy buenas noches, otra vez, buenas noches, desde Taiwan, y un pequeño video en alemán, ¿vale? Okay, auf Deutsch, ja. Und zwar, ich war gerade in einem, auf Englisch nennt man das Convenience Store, auf Deutsch kann man das Minimarkt nennen oder 24-Stunden-Markt oder 24-Stunden-Minimarkt. Diese Minimärkte sind in Taiwan sehr, sehr häufig. Man kann sie fast überall sehen. Und ich glaube auch, dass die Dichte an Minimärkten in Taiwan extrem hoch ist. Und diese Minimärkte sind jeden Tag 24 Stunden lang offen. Also das heißt, sie sind 24 Stunden am Tag offen, Nummer 1. Sie sind 7 Tage pro Woche offen und 365 Tage im Jahr. Das heißt, diese Geschäfte, diese Minimärkte sind immer offen. Immer. Und das ist etwas, was es in Österreich so nicht gibt. In Österreich haben wir keine Minimärkte, die immer offen haben. Wir haben vielleicht Tankstellen, wo man mit dem Auto sein Benzin tanken kann. Und dort kann man auch später einkaufen, manchmal bis 1 Uhr in der Früh oder bis 2 Uhr in der Früh. Aber man kann nicht ständig in jedem Moment, zu jeder Zeit irgendwo also einkaufen. Ja? Und das heißt also, in Taiwan haben wir das immer. Und diese Leute, die dort arbeiten, haben auch natürlich eine Nachtschicht. Also es gibt dann die Leute, die normalerweise, ich habe das beobachtet, die normalerweise von 11 Uhr am Abend bis 7 Uhr in der Früh arbeiten. Ungefähr. Also von 11 bis 7. Und ich weiß es nämlich, weil ich bevor ich in die Arbeit gehe, also ich unterrichte auch Deutsch, ja, an der Uni, und bevor ich dort vor 8 Uhr dort ankomme, bin ich auch manchmal noch in einem Minimarkt und kaufe vielleicht einen Kaffee oder so. Und dann sehe ich oft die gleichen Leute von der Nachtschicht, wie sie gerade die letzten Minuten ihrer Schicht abarbeiten, okay? Und ich habe mir schon in den letzten Tagen, ich habe mir schon öfters gedacht, aber in den letzten Tagen ist es diese Frage nochmal aufgekommen. Ich habe mir gedacht, wie ist das, wenn man in der Nacht arbeitet? Also wenn man von 11 Uhr bis 7 Uhr arbeitet und wenn man das eigentlich regelmäßig macht, also sagen wir mal, da gibt es vielleicht 2 Verkäufer oder Verkäuferinnen und die wechseln sich in der Woche ab und die machen das dann oder so. Und ich habe mir gedacht, so, erstens einmal, wann geht diese Person schlafen? Geht sie gleich um 8 Uhr schlafen oder um 7:30 oder wie ist das? Und bis wann schläft diese Person? Und welchen Teil des Tages bekommt diese Person gar nicht mit? Also welchen Teil des Tages sieht sie gar nicht oder sieht er, der Verkäufer oder die Verkäuferin gar nicht? Das würde mich sehr interessieren. Das ist irgendwie, ja, für mich ein bisschen mysteriös, ein bisschen fast, ja, ein Faszinosum, ja. Und ich habe auch sehr, sehr großen Respekt davor. Ich habe sehr großen Respekt davor, wenn man in der Nacht arbeitet und wenn man ja so in der Nacht wirklich draußen stehen muss und leisten muss. In Österreich gibt es so etwas nicht, höchstens vielleicht, wenn man in einem Stromkraftwerk arbeiten muss, also diese ganz, ganz wichtigen Infrastrukturen, Strom, Wasser, Gas, was gibt es noch, ich weiß nicht, manche Verkehrsmittel, auf dem Flughafen, ja. Dort muss man auch immer 24 Stunden lang einen Betrieb haben. Ja? Und das ist sehr interessant, also sehr faszinierend für mich. Einfach, ich habe auch einmal einen gefragt, ich habe einen Verkäufer, weil ich habe hier unten einen Convenience Store, einen Minimarkt und wir kennen uns vom Sehen. Also ich kenne die Verkäufer schon vom Sehen und ich habe einmal den gefragt, der oft in der Nacht arbeitet, ja, wann gehst du schlafen? Wie machst du das? Und er hat mir gesagt, naja, also er macht nach der Arbeit, kurz nach seiner Nachtschicht, macht er noch ein bisschen Sport
und dann geht er schlafen oder so. Aber er hat mir nicht konkret gesagt, wann er schlafen geht und bis wann er schläft. Aber mich würde das einfach sehr interessieren, also wenn man so einen Rhythmus hat, welchen Teil des Tages man nie sieht eigentlich. Also ja, für mich irgendwie in den letzten Tagen ein Thema, das mich beschäftigt hat oder Gedanken, die mich irgendwie beschäftigt haben und Gedanken, die mich begleitet haben. Und ich hoffe, es war auch eine kleine Hörübung für euch. Ihr konntet ein bisschen euer Deutsch üben und vielleicht habt ihr neue Wörter gelernt. Auf jeden Fall, wenn ihr auch vielleicht in der Nacht arbeiten müsst oder also regelmäßig in der Nacht arbeiten müsst oder wenn ihr jemanden kennt, der in immer oder fast immer eine Nachtschicht hat, könnt ihr gerne etwas dazu sagen. Ihr könnt gerne ja, Kommentare schreiben und wenn ihr etwas darüber wisst, könnt ihr sehr gerne mir das dann mitteilen. Okay? Wunderbar. Das war das kleine Video. Alles Gute. Gute Nacht. Un saludo. Abrazos. Y hasta la próxima vez.